Einen wunderschönen guten Tag, liebe Seele. Ich hoffe, dieses Video beginnt mit deinem Like, deinem Kommentar oder auch deinem Abo. Für dich kostenlos, für mich ein ganz, ganz großer Schritt. Ja, wir haben den Zauberer der Bewusstheit für dich dabei und das ist etwas ganz, ganz Schönes. Er zeigt dir heute auf, in der Bewusstheit, aber auch im Bewusstsein, ja, wo, in welcher Form dein Glück jetzt kommen darf. Man sieht hier heute sehr viele Treffen für dich, die dir sehr viel Fülle bringen werden. Und diese Treffen liegen A in der Häuslichkeit, also in der familiären Richtung. Hier wird dann Thematik geklärt. Man hat hier eine Familienzusammenführung, was sehr, sehr schön ist, weil du hier schon länger ein bisschen die Last mit dir herumträgst und nicht so wirklich aus dir herauskommst und dein Herz so ein bisschen verschließt davor. Heute kommt aber ein schöner Impuls auf dich zu aus der Familie, wo du merkst, jetzt kannst du auch in die Fülle gehen und somit kannst du auch enorm viel Veränderung herbeiführen. Aber er zeigt dir auch die Bewusstheit auf in der Form von, was ist meine Berufung? Und deine Berufung wird dir heute aufgezeigt, nicht nur im Außen, sondern auch im tiefen Inneren, denn dein Herz wird sich heute dazu hingezogen fühlen, für das du auf dieser Welt bist. Und diesen Fortschritt, ja, den solltest du natürlich auch annehmen, denn der Fortschritt, den du brauchst, der liegt hier in der Positivität, in der positiven Nachricht. Das spricht dafür, dass auch jemand im Außen dich dabei unterstützen wird, deine Berufung wirklich ja zu festigen oder auch zu finden, vielleicht aber auch dir bei der Berufung so zu helfen, dass du sie ausleben kannst. Wer das ist, ist hier ein bisschen schwer ersichtlich, aber es geht erstmal darum, dass du diesen Tatendrang überhaupt verspürst, diesen Tatendrang, die Bewusstheit überhaupt zu bekommen. Denn manchmal, wenn man sich den Dingen bewusst wird, beginnt man an der Vergangenheit zu zweifeln und sich selbst Vorwürfe zu machen. Das wäre heute kein gutes Energiefeld, denn heute liegt alles im Lösen der Last und im Öffnen des Herzens und vor allem auch im Herbeiführen des Erfolgs. Deswegen nicht in die Vergangenheit reisen und denken, warum habe ich nicht, sondern dich wirklich auf dein Ziel fokussieren. Dein Herz wird es dir heute danken. Vertraue deiner inneren Kraft. Du bist stärker, als du glaubst. Auch das zeigt das natürlich auf, diese Stärke, die du von dir selbst gar nicht gewohnt bist. Liegt aber auch daran, dass man dich schon ab und an sehr klein gehalten hat. Egal ob in der Partnerschaft oder auch im Elternhaus. Es war immer so eine Thematik, dass ja, du hast deine Dinge schon recht gut gemacht. Lob und Preis sollte dafür aber nicht unbedingt gegeben werden, sondern immer noch einen drauf, immer noch ein bisschen mehr. So das Gefühl der Wertschätzung hast du so nicht bekommen. Und da liegt wahrscheinlich heute auch ein bisschen der Kreislauf der Wertschätzung, die du bekommst. Denn es geht in deine Herzebene. Und das bedeutet, dass du für dich beginnst einzustehen und somit dir ein ganz, ganz sicheres Feld aufbaust. Ein sicheres Feld des Respekts und ein sicheres Feld ja der Herzebene. Und was dadurch dann entstehen kann, ist eben diese Lösung der Altlast. Und diese Altlast, die schicksalhaft an dir gehaftet hatte, aufgrund der inneren Kindthematik oder der Elternthematik, löst sich dann heute auf, weil du beginnst wirklich an dich zu glauben. Du vertraust auf dich, du vertraust auf deine Stärke und somit formt sich dieses Bild der Berufung auch von ganz allein und ist sehr, sehr verständlich, dass es heute mit dabei ist. Diese Positivität, die du übertragen bekommst, auch vom Außen, die öffnet dir heute noch ein Energiefeld, was für dich total unbekannt ist, nämlich das Umfeld der Familiarität, ja, also dieses Familiäre, dass das wirklich einen wichtigen Bestandteil in deinem Leben jetzt bereithält. Da musst du jetzt Herz eingeben. Entweder hast du dich nämlich dafür wirklich verschlossen, weil da noch tiefe Wunden sind, oder du warst es gar nicht gewohnt. Das öffnet sich aber heute und sollte auch angenommen werden, denn nur so kommst du auch in deine Mitte. Ja, und dein Zuhause haben wir hier mit dabei. Und da reden wir nicht nur vom Zuhause, in dem du wohnst, sondern auch von deinem Energiekörper, von deinem menschlichen Sein, in dem du haust für dich. Wie sieht es denn in dir innerlich aus? Ja, man sieht hier lange Prozesse, die dich immer wieder an die Vergangenheit erinnern. Aber dennoch bist du gefestigt im Leben. Das ist ja schon mal was sehr, sehr Gutes. Man sieht hier auch, dass du immer wieder bereit bist, für das Gute einzustehen und auch spontan dafür einstehen kannst. Das ist auch gut, aber man sieht eben auch, dass du Lasten aus deinem Umfeld immer wieder auf dich aufgenommen hast. Das heißt, du hast dich in Partnerschaften
aufgeopfert, du hast dich auf der Arbeit aufgeopfert, du hast dich aber auch in allen anderen Feldern aufgeopfert und zu wenig an dich selbst gedacht. Und das kommt heute eben dazu und zeigt dir die Fülle auf und sagt somit auch, dass jetzt dein Schicksalsweg begonnen hat und dein Schicksal liegt jetzt in der Öffnung und das nicht nur in der Liebe, nicht nur im Beruf, sondern auch in der Fülle deines Seins. Und die Fülle deines Seins bedeutet, dass jetzt Wünsche für dich wahr werden können, wenn du es willst. Die Form ist, es willst, weil du musst dafür entscheiden und du musst dafür einstehen, dass diese Wünsche, die du aussendest, auch wirklich erfüllt werden können. Das für dich und dein Zuhause. Möglich auch ein Umzug jetzt. Taten sagen mehr als Worte. Verleihe deiner Liebe durch Taten Ausdruck. Und auch das schließt ja natürlich den sogenannten Kreislauf. Ja, weil diese Wertschätzung, die du jetzt bekommst und selbst nicht gewohnt bist, gibst du jetzt dennoch auch zurück. Ja, und das zeigt, dass du nicht immer nur redest, sondern dass Taten für dich auch was ganz, ganz Wichtiges ist. Diese Taten zu zeigen, dieses in die Aktion zu gehen, für die eigene Fülle, das heißt auch in der Kommunikation das einzufordern, zeigt auf, dass du jetzt in einem Bewusstsein weiter bist. Du bist ein Bewusstseinslevel aufgestiegen und kannst somit eine enorme Fülle anziehen. Du kannst somit auch sehr viel Selbstständigkeit für dein Leben aufzeigen. Und das Allerschönste ist natürlich auch die Stabilität in deinem Leben jetzt festigen, gerade jetzt in der chaotischen Zeit. Und das alles dank des Lernens. Und das Lernen, ja, wir haben den Fortschritt, den du kennenlernen darfst, dann haben wir die Wertschätzung, die du kennenlernen darfst, aber du darfst eben auch lernen, für dich einzustehen und somit dein Energiefeld nur mit den Energien zu füllen, die dir auch wohlgesonnen sind. Was hier aber noch ganz wichtig liegt, ist eben die Berufung, die du auch kennenlernen wirst. Dafür brauchst du aber auch Fortbildungen, das sieht man hier, die Öffnung zum neuen Wissen, und dadurch wirst du dein Herz auch wieder erweitern können, weil neues Wissen prägt immer neue Stabilität und die prägt immer einen neuen Weg ein und der liegt hier einfach in der absoluten Fülle für deinen wundervollen Herzensweg und das sei dir von Herzen auch gegönnt.